So, habe der jetzt Servus, liebe Leute, willkommen zurück. Dark Souls 2 Platin, ne? Wisst Bescheid. Schrein von Amana ist unser nächstes Ziel, habe ich voll Bock drauf. Ich liebe das Design vom Schrein von Amana. Auch wenn vielen die Magier auf den Geist gehen, kann ich auch nachvollziehen, aber ich feier's. So, ich gehe jetzt erstmal da lang, weil da gibt es so Dämmerungskraut oder zumindest sowas ähnliches. Das holen wir uns später. Können wir uns anschleichen? Ja, können wir. Firti! So, da muss es drin sein, Dämmerungskraut. Ja, sogar zwei verwelkte, okay. Ja, noch besser. Na, zum Spell aufladen, nie verkehrt. Gut, und jetzt gehen wir runter. Diese Kollegen eignen sich übrigens phänomenal zum Menschenbilderformen. Um das, ich hoffe, ich kann es euch präsentieren. Ich hau mir jetzt mal wieder hier die Häftlingskapuze rein. Das ist die Seele, glaube ich. Genau. Na, nicht den, da geh her. So, jetzt ganz eng da rumlaufen. Ne, ins Wasser stürzen. Mit der Fackel sieht man es übrigens sehr gut, wo die Abgründe sind, ne? Möchte man nur das Ding holen. Naja, okay. Hätte man sparen können. So, schauen wir mal, ob die Menschenbilder droppen. Also hier ist ein super Farming-Spot. Mit goldenen Schlangen geht es natürlich am besten, aber ich habe jetzt keinen. Und den holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Den plus 1er zumindest, den normalen natürlich nicht. Naja, Blutungsserum, na okay. Wahrscheinlich jetzt wieder der Vorführeffekt. Aber es sind ja genug Gegner da. Ja, Fluchurne. So, was man auch noch machen könnte, ich meine, das ist jetzt nichts Wichtiges, mit den Damen hier quatschen, ne? Die Milfanito. So, da kriegen wir Zeug. Ich weiß jetzt nicht die genauen Voraussetzungen, aber man kann immer wieder was abstauben. Jetzt nicht bei der, sondern bei den anderen später. Hat er mich gesehen? Ja. Oh, zwei sogar. Ey! Das könntest du aber gleich abhaken, ihr zwei. So nicht. So nicht. Hat's mir nicht ganz sauber. Ah. Ah, Stiefel. Ah ja, stimmt. Ich habe was wichtig, was Essentielles vergessen, einen Bogen ausrüsten. Ha!
Dann hätte ich mal die ziehen können, genau. So, ich will jetzt mal ein Menschenbild haben. Einfach nur, um das so fortzuführen. Mag er nicht. Mag ich nicht. Ah, da kommt der nächste. Ah, blöder Vorführeffekt. Keine Menschenbilder. Na gut. Aber glaubt's mir, die droppen es wirklich nicht schlecht. Falls euch die mal ausgehen. Mit dem goldenen Schlangenring ist es natürlich deutlich easier. So, Drachenamulett können wir auch brauchen. Antigift und Heilung, gell? So, vielleicht haben die links drin jetzt noch was für uns parat. Na, gar nichts. Hm, na dann halt nicht. So, nächstes Leuchtfeuer. Und da wird es jetzt dann schon. Ab da wird es ein bisschen nervig. Mit den ganzen Magiern, gell? Mal kurz hinsitzen. So. Ja, Blutungsserum, na okay. Gerade ein bisschen blöd zu RNG, aber na gut. So, erstmal die Magier-Tanten hier. So, und jetzt gibt es einen coolen Trick. Man kann da ein bisschen einen auf Scharfschütze machen, indem man da rauf springt. So, hier zack. So, und jetzt möchte ich jetzt aber meine Blitzpfeile haben. Das habe ich es mir nämlich gekauft. Blitz und Wasser, ne? Da hat man nämlich weitestgehend seine Ruhe und kann die wunderbar aus der Distanz abschießen. Ist einfach nur klasse. Da. Und den da ganz hinten, den nehmen wir auch gleich noch. Und tschüss. Den da unter. Wunderbar. So, was ich euch noch präsentieren möchte. Ja, Gürkan. Ich höre schon meinen Freund. Kumpel von mir. Den habe ich zur Platin verholfen im Koop. Hier gibt's, wenn ihr wollt, die Helix-Hellebarde. Ne? Der ist heute noch stolz darauf, mein Kumpel, dass das das einzige Item ist im Spiel, was er wusste und ich nicht. Die Helix-Hellebarde, soweit ich weiß, sogar einer der besten Waffen im Spiel. Ob stimmt, kann ich nicht bestätigen. Ist aber sehr auf Dex getrimmt. Ich kann es nicht bestätigen, aber wenn ihr die haben wollt, hier bitte. So, jetzt ist hier noch irgendwo so ein fetter Ritter, genau da ist er. Oh. Aha, drei Schläge, okay. Ach, ich kann die große Heilung ja gar nicht benutzen.
Nicht mit dieser Glocke, die ist ja rein für Finsternis. Jetzt bei habe ich schon wieder vergessen, ja? Da müsste ich jetzt die Priesterglocke oder die Klerikerglocke wieder benutzen. Und apropos, ich habe das Ding hinter mir. Ich habe es noch nicht aufgelevelt. Das ist eigentlich auch ein vollkommenes No-Go. Das machen wir jetzt aber dann gleich. So, da ist der letzte für uns interessante Feuersamen. Und da hinten müssen wir jetzt aktuell noch nicht hin. Da ist das Grab von Vendrick, beziehungsweise seine Seele finden wir da später. Grab trifft es nicht ganz, ne? Aber wenn wir ihn besiegt haben, müssen wir uns da hinten seine Seele holen. So, Bogen vor der Wind, nicht wahr? Jetzt weit weg, okay. Ah, Blitzpfeile sind da einfach nur super. Oh, gut. So, jetzt den fetten Riesenoger killen. Das ist nix. Das können wir steigern auf fast 800 oder sogar mehr. So. Der ist auch weg und jetzt brauche ich dann die Fackel, damit man sieht, wo man hinläuft. Nicht im Wasser rollen, aber sonst ist sie wieder aus. Feuer und Wasser verträgt sich nicht. So, aber hier sieht man wunderbar, da wo man überall runterfallen kann, ins tiefe Wasser. Gut, und jetzt zeige ich euch, wo ihr die letzte Estus-Flakon-Scherbe bekommt und ein Wunder. Aha. Hinter mir war noch einer. So, da hinten ist es irgendwo. Ja, ich riskiere hier lieber ein paar Treffer, das ist mir wert. Okay, es ist mir nicht wert. Beinahe übertrieben. Uiuiui. So, hier sind wir richtig. Estus Flakon-Scherbe, die letzte, ne, optional, falls ihr eine vergessen habt. Und hier die Truhe, da ist das Sonnenlichtschwert, ich glaube so heißt es drin, genau, Sonnenlichtschwert. Solltet ihr das hier übersehen, ist es kein Problem. Ihr könnt es auch später bei Straight aus Olafis kaufen. Ich müsste jetzt aber lügen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ich müsste im Spiel weit fortgeschritten sein, einen bestimmten Boss, glaube ich, sogar gekillt haben und dann verkauft er es euch irgendwann. Aber hier findet ihr es auch so. So, was ich gerne mache, Jäger Schmidt mitnehmen. Der ist eine absolut coole Ablenkung. Na, komm her. So, Bogen brauche ich wieder, genau. Bin noch nicht fertig. Hä? Hat der jetzt auf beide geschossen? Alter, du bist der Held. Du bist der Held.
Naja, hat ja geklappt. Gut, gut, gut. So, und jetzt erstmal die Magier-Tussis weg. Einmal. Der zweite ist da. Die heilt nämlich auch noch. So. Und eine ist noch hinter diesem Baum, aber ich glaube, da kommt man von da nicht hin. Na, ganz hinten ist noch eine. Ist aber jetzt wurscht, jetzt triggern wir mal den da. Ja, komm her. Ah, Schmidt ballert, jawohl. Und tot. Naja, er ballert ins Wasser rein, weil da noch diese anderen Gegner sind. Und sagen sie, na, da kommt der erste schon. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. So. Da in die Mitte nicht, da fällt man runter, ne? Er müsste jetzt aber relativ zügig auch weg sein. Habe ich komplett übersehen. Ja, habe ich komplett übersehen, die Tante. Ja, gleich ist Schmidti weg. Oh! Das könnte jetzt böse ausgehen. Ja, scheiße. Ich bin geknuspert worden. Okay, das war so nicht geplant. Da hinten ist eigentlich eh nur der Lebensring plus 2. Den braucht eh keine Sau. Ja, okay, und Klamotten. Na gut, dann halt nicht. Ein Mana-Stab? Na, da auch ein Amulett, okay. Oh, weg mit euch. Umgeh mal einen Rest. Das ist mal eh lieber. Rotes Wasser, das ist auch nicht verkehrt. So. Das Ganze normal. Ja gut, zumindest müssen wir beim Ogre nicht mehr vorbei, ne? Man spart schon mal einiges an Zeit. Oh, gerade noch das Mikro ausgeschaltet. Ich musste niesen, sorry.
Ja? Gut. So, Schmiddi, deine zweite Chance. Ja, Tode gehören halt nur mal dazu, gell? Oh, komm her. So, jetzt machen wir gleich die da hinten platt. Genau. Ja, wie er ranstürmt. War wohl deine Geliebte, hä? Ja. Na, Schmitti, jetzt bin ich mal dran, hä? Mach, bleib ruhig. So, erst die da. Ah? Dann die da hinne. Jetzt kommen die beide, ja, genau. Mal schauen. Okay, lass du Schmidt hier in Ruhe, mein Freund. Wage es nicht. Schmidt, der ballert da rum. Ja? Dankeschön. So, ich will mir aber jetzt meine Blutlache wiederholen, meine Seele, ne? Schmidt, du ballerst den Duscher wieder hin. Sollst mir nachlaufen, da ist er. Kommt da einer? Na. Ja, ich versuch's noch einmal, ne? Na, geht doch. So, na, alles wegen diesem sinnlosen Gedöns, ne? Sängerinnenkleid und der Lebensring plus 2. Ja. Schaut denn das überhaupt aus? Also ist ja gar nicht da. Bietet quasi keinen körperlichen Schutz, ist aber mit hoher Magieresistenz gesegnet. Na gut. Da gibt's Besseres. Na gut, zumindest ist der schlimmste Abschnitt erledigt. Meiner Meinung nach. Na, die hauen wir auch noch um, weil die nervt. Das müssen Köderschädel sein, ja genau. Ja, komm, gehen wir nicht auf den Nerven da. Deine Beschützer sind eh alle weg. So, hier rechts um die Ecke, wenn man ganz nah hier läuft, kann man sich noch was eintüten, genau. Heldenseele und göttlicher Segen. Das da vorne, glaube ich, muss man von der anderen Seite. So. Wunderbar. So. Bevor ich es jetzt wieder vergesse, wir reisen jetzt zu Macduff, ne? Was denn da? Ich brauche jetzt unbedingt eine Kaita-Glocke plus 10.
Bin mir zwar nicht ganz sicher, ob die Brocken und das Zeug reichen, ne? Aber ist wurscht. Aufleveln, soweit es geht. So, nein, nicht kaufen, verstärken. So, Keiterglocke. Ja, geht nicht. Also mir fehlen zwei Titanitbrocken, aber wir haben es immerhin schon plus 8. Ja, genau. Und durchwirken werden wir sehr. Warum sage ich immer durchwirken? Durchdringen meine ich natürlich. So, wir haben 225 Standards. So, jetzt passt auf. 258. Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das geht, glaube ich, auf über 280 hoch. Eine Finsternis, Keiterglocke. Bombe. Schein von Amana, Roy's Rastplatz. Da müssen wir hin, genau. So. Wunderbar. Dann haben wir eigentlich gar nicht mehr so weit zum Boss. Ja, das ist schon der andere Damage, hä? Das ist schon anderer Damage. Ja, Säurenebel. Da schaut euch den Damage an. Das ist. So, mutige Felicia, die kommt vorerst mal mit. Die ist nämlich keine schlechte Ablenkung. Ja, das ist herrlich. So, erstmal die Zauberinnen. Wurscht, ich lasse mich treffen, kein Thema. Und die nächste, die ist da. Deswegen Felicia, die ist super. Zumindest tankt sie gut, soll nicht vergessen den da hinten, weil der ist auch nervig. Ah, Felicia, ich komm schon. So, Kindalur, der ist brutal. Er hält zwar nichts aus, aber wenn einen der trifft. Naja, das ist noch so harmloses Zeug. Die Hexerei, ne? Das ist ein Bastard. Feige ist er, ne? Gut, aber das ist jetzt wurscht. Da am Mana-Stab, ja genau, der ist auch nicht schlecht. So, jetzt werde ich jetzt mal einfach nochmal hier eine Fackel anzünden, dann sieht man das Ganze besser, obwohl es mir nicht unbedingt nötig ist. Sammeln wir das ganze Zeug an. Hier liegt ja irgendwo die Roteisen-Zwillingsklinge. Oh, 100 Drachenschild, okay. Genau, das ist das andere leuchtende Ding, von was wir da vorm Nebel gesehen haben. Eine Seele und. Ja, das ist jetzt. Ja, Felicia, das ist jetzt gar nicht gut. Ich schicke sie weg. Gegner sind eh alle weg. Und beim Boss brauche ich sie nicht. Gut. So. So, jetzt sieht man den Boden auch deutlich besser.
Oh, was haben wir hier alles? Rotes Wasser, nicht schlecht, nicht schlecht. Irgendwo ist die rote Ei. Und jetzt, genau. Kristallzielflugseelenmasse ist hier auch irgendwo. Die brauchen wir für die Platin natürlich auch. Müsste theoretisch das hier hinten sein. Genau, Zielflug Kristallseelenmasse. Gibt's, glaube ich, ne, gibt's sonst nicht. So, wo ist denn jetzt die Roteisen-Zwillingsklinge? Da ist sie. Ah. Ein Brett. Der Dark Angel NRW, mein Co-Partner vergangener Tage. Der hat mir das Ding empfohlen und ich bin begeistert. Ich zeige euch das mal kurz. Da. 26 Stärke, 20 Geschick. Braucht viel Ausdauer. Ist aber vor allem beidhändig geführt. Sau schnell. Macht sehr, sehr viel Schaden pro Sekunde auch. Richtig geil. So, Boss-Time, Freunde. Ah, Milfanito, geh weg. Oh, wen haben wir denn hier? Einen Blue Beast 077. Leider kein Sunbro, nehmen wir also nicht mit. Aber wir machen jetzt zum Boss. Also, los geht's. Sangesdämonin, einer der lamesten, Riesenfrosch. Sehr blitzempfindlich übrigens, ne? Also ich habe jetzt kein Goldharz mehr. Kann gar nichts. Das war der ganze Boss, Freunde. Also wirklich lamer geht's kaum. So, Sangesdämonen. Und jetzt haben wir den eingebetteten Schlüssel, den kann man als Waffe benutzen. Es ist so eine Art Claymore. So ähnlich sieht's aus. Wo ist er denn da? Aber es ist für die Platin-Trophäe absolut nichts Relevantes. Also man kann durchaus darauf verzichten. Gibt es halt noch ein Item, ich weiß jetzt gar nicht, was es ist. Ist es irgendein Ring? Kein Plan. Was wir brauchen, ist das Leuchtfeuer da drüben. Da bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch einen Duftzweig habe. Magiepfeile, mhm. Nehmen wir. Ah, wir haben keinen Duftzweig. Das ist cool. Also, das heißt cool. Eigentlich ist es doof, ne? Aber ich habe da irgendwo welche vergessen. Okay. Weil normalerweise habe ich hier mehr als genug dabei. Wurscht, da können wir später immer noch hin. Aber erst geht's mal runter in die Gruft der Untoten. Das nächste Ziel wird dann sein Welsthard und der Königsring. So, jetzt kommt Oldi ja gleich wieder aus dem Feuer raus, also aus dem Leuchtfeuer. Das Leuchtfeuer war in der Vanilla, in der ungepatchten Vanilla, hier in der Ecke.
Da drin war es vorher, also früher. Bim. Praise the sun, ja, absolut. So, das ganze Gelabere, es ist auch scheißegal, was ihr antwortet. Ob ja oder nein, vollkommen wurscht. Passt. Ja, Moment, schöner Lot. Ach so, nee, die hat ja keinen Duftzweig mehr. Ah. So, nehmen wir mal Lebensenergie, also Vitalität und Kondition. Und jetzt möchte ich, wird halt ein bisschen längerer Part, ist ja wurscht jetzt. Ich möchte jetzt nochmal ins Eisenschloss schauen, ob Margarold den Duftzweig noch hat. Ich weiß jetzt nämlich nicht auswendig, ob ich mir den schon gekauft habe. Da gucken wir jetzt nochmal nach. Wir müssen aufpassen auf die Alones, ne? Ja, er hat ihn noch, cool. Goldener Schlangenring plus 1 kriegen wir jetzt auch. Passt. Wunderbar. Ah, das hat sich noch gelohnt. Dann hole ich mal das Leuchtfeuer dann im nächsten Part. Bin mir zwar nicht sicher, ob das wichtig ist für die Karte von Majula, aber ich möchte alle haben zur Sicherheit. Ich glaube, damit mache ich nichts falsch. Gut, Freunde. Schrein von Amana ebenfalls erledigt. Na, wir haben jetzt eine Estus Flakor-Scherbe zu viel, mit der können wir nichts mehr anfangen. Ich habe es euch gezeigt, wo die optionale ist. Und ja, ein Wunder haben wir gekriegt, Sonnenlichtschwert, super Buff für Wille Build. Und im nächsten Abschnitt geht es dann weiter zu Richtung Welstart. Und ich darf ein wichtiges Item nicht vergessen, nämlich den geborstenen Augapfel für Lizia, um die zu invaden. Das kommt auch noch. Also wir haben noch einiges vor uns, aber na, es macht Bock, also mir schon, ich hoffe euch auch. Bis dahin, wie immer. Viel Erfolg und viel Spaß mit Dark Souls 2. Haut rein, merci und habidere, servus.